Der Samstag, der 6. Oktober, war für Frau Sandmann, Herrn Dr. Sandmann und für mich ein Tag, wie man ihn im Leben nur einmal bekommt. Um 5 Uhr morgens ließen wir uns mit dem Taxi zum Jaffa-Tor bringen und liefen durch die fast menschenleeren Gassen zur Auferstehungs- und Grabeskirche. Dort hatten wir das einmalige Glück, eine Eucharistiefeier im Heiligen Grab mitfeiern zu dürfen. Rechtzeitig zum Frühstück waren wir wieder im Hotel. Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank. In dieser Morgenstunde, dazu mein Leben lang. Nach unserem Morgenlied erreichten wir die Knesset und ihr gegenüberliegend eine riesige Menorah, auf der die Geschichte des auserwählten Volkes Israel von den Patriarchen bis zur Neuzeit dargestellt ist. Dann hat man der dritte von unten, das ist der Aufstand in die Ghetto von Warschau, eine sehr bedeutende Sache eigentlich. Und dann kommt die Auferstehungsvision von Hesekiel. Die beiden Urmuttern oben, Rachel und Ruth, die 10 Gebote. Und oben in der Mitte, das ist Moses, der geholfen ist von Ben-Hur und Aaron. Im Anschluss fuhren wir zum Israel-Museum und besichtigten dort moderne Kunst, das Jerusalem-Modell und im Pavillon Schrein des Buches gut erhaltene Fragmente der Schriftrollen von Qumran. Yeah.
Auf den Weg nach Bethlehem legten wir direkt vor der Sperrmauer eine Mittagspause ein und fuhren danach durch diese zur Geburtskirche in Bethlehem. Hier an diesem Ort ist Gott durch Jesus Christus uns Menschen sichtbar geworden. Oder wie in Johannes 1,14 steht: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Tief beeindruckt von der Geburtsstätte unseres Herrn machten wir uns auf den Weg nach Beit Jala zu der Begegnungsstätte und Gästehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, wo wir von den Sorgen und Nöten der Christen in Palästina erfuhren. Auf unserem Rückweg nach Jerusalem passierten wir wieder die Sperrmauer zwischen Palästina und Israel.